Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Ich bin die Anja. Und ich bin die Marie. Und wir machen weiter heute mit unserer Reihe zu den geburtsvorbereitenden Maßnahmen. Und da gehen wir heute auf den Himbeerblättertee hier ein. Eine geburtsvorbereitende Maßnahme, die sehr häufig angefragt wird und wo es auch viele Rückfragen von den Frauen einfach während der Schwangerschaft bei uns immer wieder gibt. Auch wenn man viel darüber liest und hört, wie du gerade auch so schön gesagt hast, Anja, gehen doch die Meinungen zum Himbeerblättertee weit auseinander. Vor allem was auch unsere Berufsgruppe betrifft, viele Hebammen empfehlen ihn, aber auch einige tatsächlich nicht. Also da hört man wirklich vieles Verschiedenes. Aber warum zählt der Himbeerblättertee eigentlich zu den vorbereitenden Maßnahmen? Ihm wird nämlich nachgesagt, dass er die Wehen fördert, die Durchblutung des kleinen Beckens und dass er auch die Muskulatur, also Beckenboden und den des Muttermundes lockert. Das klingt ja alles zu schön, um wahr zu sein, fast, möchte ich sagen. Aber kann man so ein bisschen mit diesem Hintergrundwissen auch nachvollziehen, woher das kommt, dass so viele Frauen in der Schwangerschaft sich für den Himbeerblättertee als geburtsvorbereitende Maßnahme interessieren. An der Stelle müssen wir jetzt aber gleich die Euphorie so ein kleines bisschen dämpfen, denn es ist tatsächlich so, dass die Wirkung wissenschaftlich nicht nachgewiesen ist. Und es ist sogar tatsächlich so, dass einige Studien in den letzten Jahren sogar herausgefunden haben, dass es diese geburtserleichternde Wirkung gar nicht zu geben scheint. Und das ist natürlich ein Dämpfer für alle, die jetzt vielleicht gesagt haben, okay, das klingt alles gut, das hat Hand und Fuß, ne? Das hat mir die Hebamme auch empfohlen, aber tatsächlich, wenn man in die Wissenschaft reinguckt, ist es leider anscheinend nicht so. Nicht so. Wenn du trotzdem sagst, ja, Himbeerblättertee, das möchte ich gerne als meine geburtsvorbereitende Maßnahme wählen. Dann haben wir jetzt an dieser Stelle noch einige Hinweise und auch Tipps für euch. Nämlich, wann könnt ihr überhaupt damit beginnen? Da sind sich tatsächlich eigentlich alle einig, dass ihr nicht starten solltet vor der 34. Schwangerschaftswoche. Aber die Angaben variieren doch sehr stark, auch was Gynäkologen, Gynäkologinnen, Hebammen, aber auch generell das Internet und Bücher empfehlen. Manche sagen auch erst nicht vor der 37. Schwangerschaftswoche. Also das variiert wirklich sehr, sehr stark. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht auch noch, wo bekomme ich den denn eigentlich her? Also das ist so, ihr könnt Himbeerblättertee entweder in der Apotheke erwerben, aber auch in gut sortierten Supermärkten, Drogeriemärkten gibt es den, im Reformhaus oder natürlich online. Und noch eine wichtige Sache, wenn man so Himbeerblättertee hört, da denken wir ja so, oh, das ist so ein fruchtiger Tee, aromatisch, vielleicht so ein bisschen süßlich. Das betrifft tatsächlich nur die Frucht, die Himbeere. Die Blätter an sich, die sind nicht ganz so köstlich, wie das jetzt vielleicht klingt. Also deswegen probiert das unbedingt erstmal aus, ob euch das überhaupt schmeckt und zusagt für die Geburtsvorbereitung. Genauso schwammig geht's auch weiter. Nicht nur der Zeitpunkt ist ungenau, sondern tatsächlich auch die Dosierung. Wie häufig soll man denn jetzt eigentlich den Tee nehmen? Manche sagen 1 bis 2 Tassen pro Tag über diesen Zeitraum bis zum ET. Manche sagen, man soll es wochenweise abwechseln. Also man trinkt eine Woche lang den Tee, eine Woche setzt man aus. Also es ist wirklich auch hier ganz unterschiedlich. Am besten haltet ihr euch auf die Angaben auf der Verpackung, die steht, denn die weichen auch immer ein bisschen ab. Das heißt, wenn ihr einen Himbeerblättertee kauft, lest gerne hinten einmal die Zubereitung durch und haltet euch daran oder sprecht gerne auch nochmal mit eurer Hebamme und dem Gynäkologen, eurer Gynäkologin nochmal darüber. Dann könnt ihr auch gemeinsam noch eine Dosierung festlegen, falls diese geburtsvorbereitende Maßnahme für euch in Frage kommt. Und damit sind wir auch schon bei der Zubereitung angelangt. Wir haben uns nämlich gedacht, wir brühen heute mal ein Kännchen Himbeerblättertee hier mit euch gemeinsam auf. Wichtig ist, bevor ihr zu Hause loslegt, schaut immer auf die Verpackung von dem Produkt, was ihr gekauft habt. Da steht die genaue Angabe zur Dosierung. Es steht drin, wie heiß das Wasser sein soll. Es steht auch auf jeden Fall drin, wie lange der ziehen soll. Und genau so bereitet ihr das zu. Findet ihr da nichts, dann fragt an Ort und Stelle nochmal nach, wo ihr den gekauft habt, damit ihr da ja nichts falsch macht. Und bei uns ist es jetzt tatsächlich so, hier ist unser Himbeerblättertee. Wir haben ein kleines Kännchen. Wir bereiten 2 Tassen zu, damit wir beide in den Genuss des Himbeerblättertees heute kommen. Kann nicht schaden, jetzt hier mit den kalten Temperaturen. Kann mir heute nichts Besseres vorstellen. Genau. Einen leckeren Himbeerblättertee zu trinken. Und da ist tatsächlich so, wir haben 2 Tassen. Das heißt, wir nehmen wirklich hier 2 gehäufte Teelöffel, geben die in unser Teesieb. Es macht wirklich Sinn, dass ihr
eine Kanne verwendet, wo entweder ein Teesieb eingelassen ist oder ihr so einen Teebeutel euch nehmt oder so ein Tee-Ei, ne, dass ihr das dann nicht alles im Mund habt, sondern dann schön abseihen könnt, wenn die Ziehzeit durch ist. Ja, und wenn das... Fehlt nur noch das Wasser. Das habe ich hier. Vorzüglich. Mal schnell aus der Küche geholt. Ich habe das hier schon aufgekocht. So, das geht mir jetzt hier hinzu. Genau für 2 Tassen. Perfekt. Als hätte ich es schon mal gemacht. Deckel drauf und unser Produkt muss jetzt hier 8 Minuten ziehen. 8 Minuten ziehen. Mhm. Und dann teilen wir uns den heute aus einer Tasse. Ja. Solange wir jetzt aber noch warten, bis der Tee hier fertig gezogen ist, interessiert uns natürlich eure Erfahrung damit. Habt ihr Himbeerblättertee in der Schwangerschaft getrunken oder überlegt es euch? Dann schreibt uns das doch mal gerne in die Kommentare. Und somit sind wir schon am Ende unseres Videos. Einige geburtsvorbereitende Maßnahmen kommen noch, da könnt ihr euch auf jeden Fall noch drauf freuen. Und damit ihr kein Video und auch keine Maßnahme verpasst, abonniert auf jeden Fall hier gerne unseren Kanal und da lasst uns einen Daumen hoch da, darüber freuen wir uns sehr. Und ich glaube, da braucht noch einen kleinen Moment, dann verabschieden wir uns aber bis zum nächsten Video und freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin! Tschüss!